Machen wir los. Bei der Villa von Wachenheim handelt es sich um ein römisches Landgut, das etwa im 2. Jahrhundert nach Christus erstellt worden ist, jedenfalls in der Steinausführung. Vorher gab es natürlich dann noch im 1. Jahrhundert eine Holzbauphase, von der wir aber so gut wie gar nichts mehr wissen. Auch hier in Wachenheim können wir durchaus annehmen, dass auch hier Wein angebaut worden ist. Wein war ja ein Getränk, das also schon seit der keltischen Zeit hier in der Gegend beliebt war. Damals hat man es halt dann importieren müssen, später hat man es dann selbst angebaut. Ja, die Bewohner dieser Villa gehörten wahrscheinlich der provinzialrömischen Bevölkerung an, also der gallorömischen. Das heißt also, wir haben hier jetzt nicht unbedingt mit reinen Italikern zu rechnen, sondern von einer Bevölkerung, die zum großen Teil halt eben auf die Leute zurückgeht, die hier schon immer gelebt haben, nämlich die Kelten. Der Villenbesitzer war wahrscheinlich hier das ganze Jahr nicht vor Ort, sondern wahrscheinlich nur in der Sommersaison. Gelebt hat er wahrscheinlich in der Civitas-Hauptstadt in Noviomagus, also im heutigen Speyer. Während hier vor Ort sein Verwalter und natürlich die ganzen Leute waren, die hier diese ganze Villa instand gehalten haben, beziehungsweise halt die notwendigen Arbeiten und sonstige Dinge halt hier erledigt haben. Und daher können wir Sie nur einladen, kommen Sie zur Villa nach Wachenheim und überzeugen Sie sich selber von dieser wunderschönen Umgebung, dieser herrlichen Anlage. Erleben Sie hautnah eine längst vergangene Epoche. Besuchen Sie die Villa Rustica in Wachenheim an der Deutschen Weinstraße. Eine Besichtigung der Römervilla ist jederzeit möglich. Die direkte Zufahrt erfolgt über die B271. Parkmöglichkeit auch für Busse ist vorhanden. In den Monaten März bis Oktober bietet die Touristinformation Wachenheim im Rahmen ihres Gästeprogramms zu feststehenden Terminen Führungen an. Die Termine finden Sie auf unserer Internetseite. Führungen für Gruppen sind nach Terminabsprache jederzeit bei der Touristinformation buchbar.